aller Anfang ist schwer. Wie es scheint, habe ich meinen leider vermasselt. Nun möchte ich am 17.04.2023 einen Neuanfang starten. Treppensteigen ist so schwer. Mit eurer Hilfe und eurem heiligen Segen. Ich habe viele Fehler gemacht, für die ich mich entschuldigen möchte. Doch immer noch sind wie immer die Hater schuld. Ich hoffe, dass ihr sie mir vielleicht irgendwann vergeben könnt. Ich will sie wieder gut machen, wenn ihr mir die Chance gebt. Ihr seid der Grund, warum ich es bis hierhin geschafft habe. Ich weiß, ich bin egoistisch, wen ich euch nun darum bitte, aber bitte unterstützt mich weiterhin auf mentaler Ebene, damit ich mich ändern kann und euch weiter zum Lachen und zum Lachen bringe. Ich danke euch für all die Jahre und hoffe auf weitere gemeinsame Jahre, dass ich besser für euch da sein kann, tun als bisher tun. Ich möchte euch beweisen tun, dass ich ein anderer bin als früher. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Ah, warte mal. Ich muss noch Licht anmachen. Warte, es ist nämlich ein wichtiges Video. Nö. Ich glaube das erst, wenn ich sehe und dann richtig durchziehe und nicht einfach so mit irgendeinem billigen Video sich entschuldigen. Wie oft hatten wir schon den Ankündigungslord? Hallo? Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube sehr oft. Es ist kein Geheimnis, dass Jason eigentlich sich an Drachenlord hochzieht. Das sollte eigentlich mittlerweile jeder wissen. Ich kann es dir auch nochmal gerne zeigen. Unter anderem hat nämlich unser lieber Jason dieses Video vor 2 Jahren veröffentlicht. Ich lasse mal ganz kurz abspielen für ungefähr 2 Sekunden. Ich halte mein Wort. Und hier haben wir eben die Verlinkung zu seinem lustigen TikTok. Und vor allem haben wir das hier stehen. Am 17.04.23 starten wir mit YouTube. Entwarnung, ihr denkt jetzt alle, ach ja, das hat er schon alles schon seit 2 Jahren geplant. Nein, hat er tatsächlich nicht. Denn wenn wir hier auf diesen Link hier drücken, dann landen wir auf dieses Video. Leute, es bahnt sich eine Sensation an. Der Drachenlord hat gesagt, dass er ab dem 17.04. sein Leben auf die Reihe kriegen will. Er fängt an mit Sport, mit gesunder Ernährung und richtigen Content. Es waren 1000 Kritiker hier auf TikTok dabei, 2500 Kritiker auf YouTube. Ich bedanke mich natürlich für alle positive Nachrichten. Alle haben gesagt, die haben Rainer Winkler noch nie so gesehen. Ich kann es nicht beurteilen, denn ich kannte ihn davor nicht. Aber mir haben diese 2,5 Wochen gereicht. Also habe ich ihm ein Ultimatum gestellt im Livestream. Ich habe gesagt, wenn du willst, dass dein Leben neu beginnt, dann fang ab dem 17.04. an. Die haben alle das nicht erwartet. Der ist vom Stream runtergegangen, dann ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, er macht das mit. Und an alle Kritiker, natürlich werden wir euren Wunsch nachkommen und das Ganze wird dokumentiert, so dass ihr das Ganze mitverfolgen könnt. Rainer, und nicht vergessen, du hast gesagt, du spendest Geld für das Hospiz in Oldenburg. Wir erwarten dich im Livestream und nutzt deine Chance. Tu dieses Video, liken, kommentieren, neu veröffentlichen. Also wenn der Tag lang ist, dann kann Drachenlord der 4 zählen. Denn ich scheine mich zu erinnern, dass Drachenlord vor ewiger Zeit mal gesagt haben soll, dass der Holo, ihr wisst schon, eine Sache war und so. Dann hat er später behauptet, er wüsste nicht, was es ist. Dann hat er das mit Hiroshima verwechselt. Und wieder später war es Sarkasmus. Ich sag ja, wenn der Tag lang ist, erzählt er viel. Und sein Abnehmprogramm hat er auch schon sehr oft angekündigt. Das möchte ich mal klarstellen. Er wollte schon sehr oft abnehmen und was ist daraus entstanden? Lass mal nachdenken. Ich zähl's mal in einer Hand ab. Da gibt's ja gar nichts. Wenn wir nochmal auf Jasons Profil weitergehen, dann hatte er... Also das ist das eine Video hier. Ja, Drachenlord macht am 17.04. genau das. Da bin ich vollends überzeugt. Ansonsten verjage ich ihn von TikTok. Ja, bla bla, laber ruhig weiter. Und dann hat er noch 2 weitere Videos gepostet, wo er halt im Grunde mit Drachenlord Werbung macht. Das Video hier hat tatsächlich nichts mit Drachenlord zu tun. Wenn Jason mit Drachenlord keine Klicks machen möchte, ja, dem ist Drachenlord angeblich ja so egal. Warum macht er dann mit Drachenlord die Werbung für seinen Content? Also auf dem Sofa sitzen und pennen. Ich weiß es nicht. Und wisst ihr eigentlich, was ich denke, was am 17.04.2023 passieren wird? Jason und Katal haben von Drachenlord, wie sie ja selbst sagen, eigentlich überhaupt keine Ahnung und Narko hat einfach keinen Bock mehr. Und ich persönlich habe meine eigene Meinung. Warte mal, ich suche es mal kurz raus. Ich habe es nämlich auf den Zettel geschrieben. Warte mal.
Okay, ich habe Zettel gefunden, warte. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Medal offen, bis zum nächsten Mal.